Er würde dich prinzipiell treffen und für eine Level-2-Wunde verwunden, es sei denn, du möchtest ihn widerstehen. Ich möchte dem versuchen zu widerstehen, ja. Dann, ja, ich denke, es ist Prowess, right? Ist ja kein Grund, Ja. warum es das nicht wäre. Leider die zwei, nur die vier. Uff, nur zwei Stress. Möchtest du noch Rüstung ziehen? Ja, ich habe den Schild dabei, dann kann ich ihn auch benutzen. In diesem Fall schlägt er in deinen wohl vorbereiteten Schild ein. Was tut ihr? Sibyl ziehen in Angriffsstellung gehen. Adisha geht in Deckung und holt ihre Musketa raus. Ich würde auch mein Schild jetzt ziehen und die Nahkampfwaffe in der Hand nehmen, würde aber auch erstmal Deckung suchen. Ja, Deckung und wenn ich einen Blick auf den Pfeil erhaschen kann, wie sieht der so von der Machart aus? Panja. Panja. Kirschholz mit blauen Federn. Ja, Sefer Uftler, nicht schießen, nicht schießen! Wir sind von eurem Volk. Panja. Du rufst das tatsächlich auf Panja. Ja. Eine Minute lang passiert nichts. Dann geht an demselben Haus, auf das aus dem auf euch geschossen wurde, eine Tür auf und ein Kopf streckt sich heraus. Und ruft ihr ebenso auf Panja zu. Was tut ihr hier? Suchen nach Bleiter. Dann öffnet sich die Tür ganz und eine kleine Familie kommt aus dem Haus hervor. Eine Frau, ein Mann und eine Handvoll Kinder. Und winkt euch heran. Sie hat etwas schuldbewusst einen Bogen in der Hand. So, ich befrage jetzt mal unseren anderen Panjer. Können wir uns jetzt nähern? Weil ich verstehe kein Panjer, deswegen müssen wir jetzt erst einmal abwarten, was hier überhaupt besprochen wird. Sky nickt. Es war wohl ein Missverständnis. Sie werden uns für Feinde gehalten haben. Und ja, Sky nähert sich dann auch mit Sapphire den Leuten da. Haben sie so typische Panja-Merkmale? Ja, aber geringer. Also die sind jetzt nicht komplett durchmutiert wie du. Dann sind sie hoffentlich angemessen beeindruckt von uns beiden. Gute Frage. Müssten sie sein. Ich meine, für Panja ist das schon wirklich. Right, aber. Du bist ja gesegnet vom Wald. Das ist kein Fluch, wie die anderen Leute denken. Right, aber. Stell mir die Fragestellung aber mal zurück. Sie erhalten ein wenig Abstand zu euch und die Frau tritt dann hervor. Ihr seht seltsam aus. Wo kommt ihr her? Und wer sind eure. Sie nickt in Richtung des restlichen Squads. Wir sind ein Stoßtrupp. Wir sind geschickt worden, um gegen die Machenschaften der Diener der Untoten vorzugehen. Seid ihr an den richtigen Ort gekommen? Wir hatten nicht erwartet, hier so nahe noch Bewohner zu finden. Sagt, geht es euch gut? Seid ihr verletzt? Hat sich die Korruption bis hierhin ausgebreitet? Nein, jeden Tag werden mehr Tiere krank und jeden Tag leidet der Wald mehr. Es ist schwierig geworden. Die meisten anderen sind gegangen. Wie viele seid ihr noch? Nur noch wir. Warum seid ihr geblieben? Wir können, sie blickt zurück ins Haus, wir können nicht gehen. Noch nicht. Erst einmal, wie heißt ihr? Ich bin Sapphire Raging Tempest. Fucking hell, Junge! Gib keinen Namen! Du Schuh! kannst, du Schuh! kann, kannst den, die Frage ja an ihn zurückgeben. Er ist schließlich der Marschall. Genau, Marsha, gib mir einen Namen für den Panja. Lass mich meine Liste aufmachen. Heißen die Kinder nicht nur nach irgendwelchen Farben erstmal? Ja, das ist blue und das ist green. Sie hat auch nur zwei Namen, weil sie hat den dritten Teil nicht. Ach so, dann ist das Azur Reef. Meine, Reef ist der dritte Teil, ich brauche den Oh, zweiten. Azur Growing, okay. Azure Growing, okay. Ich bin Azure Growing. Und das sind meine Kinder. Ich hätte fast gesagt, Trick, Trick und Track. Blue Rot-Grün. und Green. Red, Green und Blue. Nun, warum könnt ihr noch nicht gehen? Gibt es etwas, das euch auffällt? Es ist nicht wichtig, wie es wird sich mit der Zeit geben. Sucht ihr einen Ort, an dem ihr unterkommen könnt? Es gibt viel freien Platz hier.
Ihr müsst aber sehen, dass ihr bald hineinkommt. Es wird bald Nacht und nachts kommt der Nebel. Vielleicht können wir euch unterstützen. Amrita ist eine gute Ärztin. Genau, das meinte ich. Sollte jemand verletzt sein oder ich weiß nicht. Ich habe auch schon mal bei einer Entbindung zugesehen. Also falls das etwas wäre. Sie schüttelt traurig mit dem Kopf. Nein, es gibt nichts zu tun. Ich lege ihr die Hand auf die Schulter und nicke. Mir leid, wenn ich nichts tun kann. Irgendetwas scheint euch hier zu halten. Auch wenn ich glaube, euer Herz freier wäre, würdet ihr gehen. Jeder geht zu nichts, wenn es seine Zeit ist. Und in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, hat sie sich als wankelmütig erwiesen. Die Zeit? Nix. Oh. Der gebrochene Mond, nicht wahr? Das ist die Frage richtig. An Sie oder an deine Mitpanjare? Nein, an Sie schon. Ich stehe daneben, ich sag richtig, ja. Ja, ich würde sagen, sie nickt und du siehst halt in ihr schon, dass du gerade irgendwie auf Turi-Niveau in ihrer Einschätzung abgesunken bist. Wie so ein Orit mit der Kamera. Klick, 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 klick. Nein, ich bin Batana. Ich weiß, ist egal. Sorry. Wir danken euch, dass wir hier Nachtlager beziehen können, denn wenn ihr hier ausharrt, dann muss dieser Ort sicherer sein als manch andere in der Nähe. Und wir hoffen, dass wir eure Lage hier durch unsere Mission verbessern und nicht verschlimmern. Es ist zu spät. Auch wir werden gehen, wenn die Zeit gekommen ist. Und dann wird niemand mehr hier sein. Vielleicht wollt ihr mit uns gehen. Es war ein verdammt guter Schuss. Hätte mich fast erwischt. Sie schaut zu euch, die ihr bis an die Zähne, bis unter die Kiemen bewaffnet seid. Schaut dann zu ihren drei kleinen Kindern. Schaut dann wieder zu euch, die ihr bis an die Kiemen bewaffnet seid und schüttelt dann den Kopf. Nein, ich werde hier gebraucht. Aber ihr könntet euch bis zum Pass durchschlagen. Wir sind in Begleitung eines Mannes, der Eisvogelritter genannt wird. Und ich glaube, er hat der Mondgöttin auch eine Zeit lang gedient. Sapphire, wir wissen nicht, wie die Lage sein wird, wenn wir zurückkommen, aber vielleicht, wenn sie dann gehen wollen, könnten wir sie mitnehmen. Wir sollten auch überlegen, ob wir eventuell unsere Pferde hier lassen wollen. Je nachdem, wie weit es noch ist. Wir könnten uns verraten und... Es kann nicht mehr allzu weit sein. Artemir nickt. Ja, und im Fall der Fälle, wenn wir nicht zurückkehren, könnten sie diesen Leuten vielleicht noch von Nutzen sein. Und wenn wir zurückkehren... würden sie auf sie Acht geben. Das klingt mir nach einer guten Idee. Ja, finde ich auch. Sagt also, wärt ihr bereit, auf unsere Pferde aufzupassen? Wir könnten euch etwas Proviant dafür anbieten. Sicher doch. Ja, es gibt nicht viele Orte, an denen sie hier grasen können. Aber ich bin mir sicher, wir können sie gut beherbergen. Und wenn wir nicht zurückkommen, dann seht sie als euer Eigentum. Ja, Quartiermeister, du kannst ja schon mal die Ladung Pferde abstreichen. Autsch. Wieso? Sagt doch keiner, dass wir nicht zurückkommen und die Pferde wiederholen. Ich weiß. Warten wir es nur ab. Ich meine, wenn ich zurückkomme, sind die Pferde so oder so futsch. Also. Richtig, deswegen kann ich das ja in aller Bescheidenheit so sagen. Ne? Ja, ich finde das eine gute Sache. Dann hat wenigstens irgendwer noch was davon. Wir sterben hier nicht, okay? Leute, jetzt auf, bitte. Nein, das macht ja nichts, aber wenn unser Weg geahnt ist, kannst du sie trotzdem nutzen. So, ja, genau. Ist es uns ja auch egal. Genau, wir sterben hier nicht, wir erleben den Untod. Das ist ein Unterschied. Genau. Leute, außerdem, alles positiv. Es könnte ja auch andere Gründe geben, wieso wir nicht mehr dahin zurückkehren können, wo wir die Pferde gelassen haben. Genau. Jedenfalls wollte ich Ihnen die Perspektive geben und wo es Karjewitsch nochmal anbringen, weil hat ja auch eine Verbindung zu Nyx. Stimmt, aber das wissen die nicht. Und die haben ihre eigene Verbindung zu Nyx. Ich hab denen das literally gerade gesagt. Ja, ansonsten wissen sie es nicht, meine ich. Ansonsten, die haben ihre eigene Verbindung zu Nyx, die sehr viel anders und auch irgendwie gleich wie die von Voyas ist. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Deshalb wollte ich sie ja zu ihm schicken. Dass die Nyx-Bros werden können.
Vielleicht sehen wir sie eines Tages wieder. Das, schreibt das mal jemand auf, dass wir am Ende der Mission drüber sprechen, ja? Kommt darauf an, wie der Wald und der Mond bis dahin fortschreiten. Da macht man nix. Punk Corruption, ich hab's angekündigt. Okay, Gnade vor Recht, aber nur dieses eine Mal. Daru, du hast es nicht mir angekündigt. Gnade vor Recht, aber nur dieses eine Mal. Was habt ihr vor, außer euch einzuquartieren? Denn es gibt genug leere Häuser, denen ihr euch verschanzen könnt. Darf jetzt nicht sagen, nix, oder? Nein. Abendessen kochen? Hm? Ja, ich meinte kochen, irgendwas tatsächlich. Dadurch kann ich Stress reduzieren, theoretisch, im Cooking, aber wir haben ja alle keinen Stress, oder? Doch, ich habe noch einen. Crimson hat Stress, ich habe auch Stress, also... Ich habe auch Stress. Also es haben schon einige, ja, das stimmt. Leute, dann... So ein Waldspaziergang ist sehr stressvoll, ich kann das nachvollziehen. Dann setze ich Homecooking ein. Okay. Cool. Und reduziere für alle den Stress um eins. Sag mir, was du für euch in der großen Runde, also inklusive der Panya-Familie, kochst. Ich weiß nicht, wird irgendjemand was jagen oder hat irgendwas gesucht? Ansonsten koche ich natürlich selbstverständlich ein Pilzrisotto mit Nüssen. Aus auf dem Weg gesammelten Pilzen und Nüssen, ja? Ja. Klingt gut. Klingt gut. Und, schreib mir mal jemand, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, Azure, wie war es noch gleich? Azure Growing? Azure Growing, ja. Azure Growing auf. Die Kinder sind egal, ihr müsst ihr nicht mitschreiben, ich brauche nur Azure Growing. Ich markiere sie mir in meiner Liste. Hervorragende Idee. Ich hätte noch was. Ja. Ist nicht einer von euch neugierig, was sie hier hält? Ich nehme an, ihr vielleicht einer, der am Sterben liegt. Wie ist das bei euch, Panjan? Wartet ihr so lange, bis er gestorben ist, ehe ihr weiterziehen könnt? Ich schaue mal die beiden Panjan von uns an. Ich glaube, dass jede Familie so handeln würde. Aber ich denke, dann hätten sie doch unsere Hilfe angenommen, oder? Vielleicht warten sie, bis er natürlichen Todes stirbt oder wie auch immer, oder was auch immer hier natürlich ist in diesem Fall. Das muss ja vielleicht scheint ja der Tod schon nahe, ja. Es muss ja keine Krankheit im eigentlichen Sinne sein. Vielleicht ist es jemand, der sehr alt ist. Und sie wollen seinen Tod nicht verschulden, indem sie ihm der Reise aussetzen. Und dann hoffe ich nicht, dass sie sich mit unseren Pferden einfach aus dem Staub machen. Ich sage es auch einfach mal so. Wenn ich unsere Ältesten aus meinem Dorf kenne, der würde sie nicht hier halten. Die Ehre alleine würde gebieten, dass er die Jüngeren wegschickt, um die nächste Generation zu sichern. Wir können nicht ahnen, woran es liegt. Nun, also eigentlich gibt es unterschiedliche Bräuche in den verschiedenen Traditionen unterschiedlicher Völker. Es gibt zum Beispiel einen Zemjati-Brauch, der sehr ähnlich dem ist, was ihr beschreibt. Auf der anderen Seite gibt es viele Zemjati, die die Blutbande der Familie sehr hochhalten und niemals einen sterbenden Angehörigen zurücklassen würden. Bei uns Batanern ist das etwas anderes. Wir sind da recht durchschaubar und würden natürlich auch selbstverständlich am Sterbebett unseres oder unserer Nächsten bleiben. Aber nun, das ist kulturell bedingt und das kann man nicht einfach so übers Knie brechen. Und ich denke, das ist auch in eurer Kultur nicht anders, oder? Und vergesst nicht, nicht jeder Sterbende ist noch in der Lage, seinen Willen zu äußern. Das meinte ich. Wir können es nicht wissen. Sie sind alle in den Händen der Götter. Wenn ihr es unbedingt herausbringen wollt, dann fragt sie. Aber es wäre sehr unhöflich. Das würde sie nur traurig machen, über so etwas zu sprechen. Ich weiß nicht. Ihr müsst da mit viel Fingerspitzengefühl herangehen. Ich denke, sie hatte Gelegenheit genug, uns das zu erzählen. Sie wollte es uns nicht sagen. Richtig. Sie hat kein Interesse, also belassen wir es dabei. Ich denke, es geht uns nichts an. Aber ich möchte sie nach der Sache mit dem Wald und dem Mond fragen. Denn ich glaube kaum, dass... Nun ja, die Aldamani da so viel darüber wussten. Crimson vielleicht. Fragt ihr sie, ob sie noch ein paar Pfeile übrig hätte. Wir wissen nicht, wie viel Munition wir auf dem Weg ins Ziel brauchen werden. Ihr könnt neue Pfeile bekommen, um eure Vorräte aufzustocken, aber ihr könnt natürlich nicht noch mehr Pfeile mit euch rumtragen, denn ihr tragt natürlich schon so viele Pfeile mit euch rum, wie irgendwie vertretbar ist. Ach so. Ja. Ihr seid der Quartiermeister, der gibt euch nicht irgendwie wenig Munition mit, weil er geizig ist. Im Gegenteil.
Ja gut, dann würde ich, wenn wir da beim Essen zusammensitzen, auf jeden Fall noch nach der Sache mit dem Mond und dem Wald fragen. Ist es tatsächlich so, dass dieser Wald erst gewachsen ist, nachdem die Bruchstücke des Mondes zur Erde gefallen sind? Wer erzählt denn so etwas? Nein, der Wald war schon immer hier. Solange wir hier leben, auf jeden Fall. Solange es Panja hier gab, war der Wald hier. Es kam mir auch seltsam vor. Wir sind auf ein paar Aldamani gestoßen, die uns nicht sehr freundlich begegnet sind. Sie verzieht ihr Gesicht und lässt sich damit sehr deutlich wissen, dass es kein gutes Thema ist. Kleine Geister mit Blättern vor den Augen. Nun, vielleicht müssen wir nicht weiter über dieses Thema reden. Wir sind doch jetzt am Tisch und wollen gemeinsam essen, nicht wahr? Vielleicht möchte unsere Gastgeberin das Tischgebet sprechen. So, ich hoffe, ihr könnt Panja, ich nämlich nicht. Sie spricht ich auch nicht. Ein Tischgebet, in dem sie nix um ihr waches Auge bittet. Ich kann Panja. Machst du nix, hast du nix. Oh, das war nahe dran. Dünnes Eis. Du hast mich gefragt, Daro. Wenn ihr, ich nehme an, erst ihr Wache haltet, nachts könnt ihr tatsächlich feststellen, dass ein fies grünlicher Nebel durch das Dorf wabert und ihr vermutlich die Türen und die Fenster ein wenig abdichten wollt, damit die nicht irgendwie hineinsickern und nur einem einzigen von euch einen Punkt Corruption machen. Ja. Amrita. Das wäre ja schlimm. Aber glücklicherweise bedenkt ihr dies bestimmt. Und alles wird gut. Ja, wir sind darauf hingewiesen worden. Am nächsten Morgen verweht er sich dann wieder. Mit ein wenig Zeit. Dann versuche ich noch eine möglichst gute Richtungsangabe zu kriegen. Die bekommst du. Dort entlang und dann immer geradeaus. Alles klar. Dann dort entlang und immer geradeaus. Immer an der Wand lang. Und von hier aus nimmt der Zustand des Waldes rapide ab. Die Bäume werden kränklicher und sie verlieren ihre Blätter. Ihr könnt an viel mehr Stellen sehen, wie der Himmel sich über euch erstreckt. Sorry, wie der Himmel sich über euch erstreckt. Ihr kommt einhalben an verendeten oder stark verdorbenen und mutierten Tieren vorbei. Und es sind auch lichtere Stellen im Wald, an denen einfach Bäume umgefallen sind. Und irgendwann trefft ihr auf eine große Schneise, einfach nur bestimmt 1 oder 2 Kilometer breit, die hier mitten im Wald zu sein scheint. Und wo man von der einen Seite, abzüglich einiger Hügel, bis an die andere sehen kann und dazwischen nur totes Land und Asche. Beim Gehirn. Ich befürchte, hier ist der Herzog langgezogen. Tja, da haben wir unseren Weg. Ja. Ich muss sagen, was ihr gestern gesagt habt, das mit dem Salz, das war wohl nicht allzu weit hergeholt. Wie konnten Sie in so einer kurzen Zeit so viel Unheil anrichten? Hervorragende Frage. Behalte die im Kopf. Es muss irgendetwas Alchemistisches sein. Egal, wir müssen es stoppen. Ja, wir sollten weiter. Ich würde mal eine Probe für den Doktor einpacken, also von der Erde, also was die ja vielleicht gemacht haben könnten, dass der das dann untersuchen kann. Mhm. Denn der will ja von allen, was wir finden, würde der ja gerne Zeug haben, also nehme ich da mal für den eine Probe mit von dem Boden hier praktisch. Also von dieser schwarzen Asche, ob die mit irgendwas verseucht ist oder ähnliches. Ob du eine Probe nimmst, stiebt ein gewisses Maß an Asche in die Luft auf und scheint sich mit dieser ein wenig zu verbinden und aufzuwirbeln und zu einer Art Dampf oder Nebel zu werden. Nimm einen Punkt Corruption, es sei denn, du möchtest dem widerstehen. Ich möchte dem auf alle Fälle versuchen zu widerstehen. Ist das Braus oder ist das Resolve?
Das ist Resolve normalerweise, oder? Ich würde Insight zulassen, wenn du nur einfach ein wenig und das ist, also Insight oder, ja, ich würde natürlich, ich habe ja gesagt, ich würde eine Probe nehmen, also das will ich vorsichtig. Ich will mich ja nicht richtig, aber ich würde halt im Sinne von, dass du halt noch vorsichtiger vorgehst, als es normalerweise mit einer Bodenprobe wärst. Dann würde ich Insight, Insight kann ich auch arbeiten, ja. Ganz kurz, vergiss nicht, du kriegst einen D von mir, weil ich in deiner Nähe bin. So, ich bin auch, warte mal, ich muss jetzt noch was nachgucken, ich bin auch Touch, ich kann also mein Level 1 Harm Penalty ignorieren. Und loyal ist gut, es ist keine Group Action, okay? Also in dem Moment bekomme ich den 1D nicht, dann habe ich praktisch Insight plus 1, okay? Jetzt 5 Einsen. Nee, 5 wären es nicht. Es wären nur 4 und davon ist eine 5. Also nehme ich einen Stress. Ja. Man's wohl. Oh, ich würde zwar einfach Stress nicht machen, aber ich bin nicht hier. Und so kannst du das. Also, wir haben doch einen wegbekommen durchs Kochen, ne? Also kann ich noch einen wieder negieren. Warte, da muss ich ja einen wieder weniger. Krummax, wegen deiner Frage, warum er einen D von mir bekommt, ergänzt die Darkness-Fähigkeit von mir. Super cool. Wenn ihr ihn sehen könnt, findet ihr ihn so geil, dass ihr unkorrumpierbar seid. Das ist bei meinen Schülern und mir auch so. Ja, ja. Solange die mich sehen. Was tut ihr? Ihr merkt, wie gesagt, um Adrimir herum bildet sich eine kleine Nebelstrich-Giftwolke. Also ich trete dann noch schnell wieder zurück, richtig, wenn ich dann das Zeug praktisch habe. Richtig, vor der er sich zügig retten kann und die legt sich dann auch mit ein bisschen Zeit wieder. Also wir sollten vermeiden, über diese Erde zu laufen. Selbst nur eine Berührung und ein Entnehmen dieser Probe wirbelt sie auf und verursacht diese Dämpfe. Dann sollten wir auf dem grünen Streifen entlang des Weges laufen. Richtig. Wir hatten auch keinerlei Deckung, wenn wir mitten in der Schneise gingen. Das ist richtig. Aber gut, dass es euch aufgefallen ist, Adrimir. Nun, ich dachte mir, da der Doc von allem eine Probe haben will, was sinnvoll erscheint, da davon eine mitzunehmen. Ja, und ich stopfe dann das Fläschchen, wo ich das reingemacht habe, in meine Tasche. Hoffen wir, dass es nicht zerbricht. Ordentlich verkorkt, ja. Ja, Sky führt dann den Trupp die Schneise lang, also viel Wegfindung ist jetzt nicht mehr gefragt, aber wir gehen halt daneben lang, nicht in dieser Asche oder da, wo man uns schon mal im Wald sehen kann. Ja, hier ist das Problem. Die Schneise ist voller Krähen, wie euch relativ frühzeitig auffällt. Nicht da, wo ihr sie zuerst seht, aber wenn ihr ihnen eine Weile folgt, ist die Schneise auf einmal voller Krähen. Die laufen hier rum und nehmen Bodenproben. Ach, die nehmen auch Bodenproben. Und wirbeln die den Dreck genauso auf wie wir? Ja, ja an, aber ne? Denen ist das egal, denn die sind schon das ist uns. Das ist alles gut, aber wie gesagt, aber die wirbeln dort auch auf alle Fälle auf. Mhm. Dann sitzen wir quasi in den Büschen und beobachten dieses Treiben der Krähen und Sky runzelt die Stirn. Seltsam, sie machen das gleiche wie Adrimir. Das heißt, sie wissen auch nicht, was hier passiert ist? Fragender Blick in die Runde. Ich habe keine Ahnung. Ich zog auch mit den Schultern. Oder sie wollen die Effekte dessen, was sie ausgelöst haben, in Gänze verstehen. Nun, eine Probe zu nehmen, bedeutet nicht zwangsläufig nicht zu wissen, was man getan hat. Es ist mehr eine Art Blackbox-Methode. Man weiß, was der Ursprung war und man weiß, was das Ergebnis war. Aber was zwischendrin passiert ist, das versucht man zu ergründen. Vielleicht will diese Veronika das ebenso ergründen, wie der Doc es ja auch möchte. Ihr meint Victoria? Meine ich ja Victoria, ja. Vielleicht ist es ein Feld, was sie angepflanzt haben und sie ernten es. Ich denke, sie verstehen die Natur des Waldes nicht und deswegen sind diese Untersuchungen notwendig. Aber kommt, wir sollten sie nicht auf uns aufmerksam machen. Richtig, lasst uns weit genug sie umgehen und schauen, dass wir ihr Lager finden. Wenn die Krähen hier sind, kann doch ihr Lager nicht allzu weit weg sein.